Hallo Mitspieler, mein Name ist Talorayet und ich begrüße euch zur 114. Episode dieses Empyrean Galactic Survival Let's Plays. 114. Staffel und ich habe diese Pause zwischen dieser und der letzten Episode hier ein bisschen in meinem Träger zugebracht. Ich habe hier ein bisschen rumlackiert, ein paar Striche an der Wand gemalt und ein anderes Projekt. Tada! So hat das Buch endlich ein Ende mit auf und zu machen. So, ihr doch automatisch zu. Wenn wir hier drin sind. Wenn wir dann kommen. Stellen wir uns hier hin. Geht auf. Und ist doch gleich ein viel luxuriöseres Raumfahrerleben. Ja, gelöst habe ich das. Ich habe da unten und da unten habe ich einen Bewegungsmelder, die jeweils hier in diese Richtung so ein bisschen abtasten. Hab hier drinnen drei Bewegungsmelder. Ja, aber drei auch wegen des Lichts hier. Das ist nochmal extern. Hatte keinen Bock, das alt irgendwie zusammen zu fummeln. Aber es funktioniert. Ich komme rein, ich komme raus. Die Dinger fahren ein, fahren aus. Ne, reicht aber nicht. Na, weiter konnte ich den Bereich nicht machen. Ja, gut. Nebenbei. Der ein oder andere hat es vielleicht schon erkannt. Tür auf. Wir sind... Ja, erkannt woran. Haha. Wir sind im Seranis-Sektor. Das heißt, die Tour über die Startplaneten ist erstmal vorbei. Ich kümmere mich jetzt wieder ums Daily Business sozusagen. Und das sollte ich nicht mit drei Dosen machen. Mal gucken, kann der zwischendurch auch ihn hier laufen lassen. Er ist auch ordentlich dabei. Crafted wie verrückt. Sehr schön. Silizium. Sind wir die auch los. Ich hole mir noch ein bisschen was zu essen und dann würde ich sagen, gehen wir runter auf Seranis. Gucken da, was da noch zu holen war. An Optik. So, Kühli. So, ich bin mal hier. Habe ich 10 Stück. Das reicht. Ja, längere Pause als gedacht. Also das ganze Rumgefummel hier. Das ist doch ganz schön spät geworden. Okay. Auf zum Transporter. Kurz warten, freuen. Keiner gesehen. Dann auf nach Seranis. Da hinten verschwindet die Wanne. Nur die Dinger sind eingefahren, wie wir sehen. Türen sind auch zu. Würden wir sehen. Okay, Sturzflug. Auf die Barriere zu. Jo, da müssen wir erstmal wieder zurückrollen, weil ich habe ja bestimmt 20, 25 Episoden jetzt auf Akua, Omikron und Simplon zugebracht. Muss ich erstmal hier wieder zurechtfinden, weil wir hatten ja hier auch schon das ein oder andere uns angesehen. Ich hier noch City Tresuit. Nee, City waren wir drin gewesen. Die war relativ karg. DLR02 Wasserstoff. Lunas Residenz. Wir fliegen einfach mal hin. Machen eine kleine Runde. So, übernommener POI. Interessiert nicht. Wow. Spaceport clear, Drone Base clear. Wer wohnt denn hier? Castle, Death Station, Vishys Blumengarten. Ach, das waren die Jungs um, genau. Hier um Herrn Wischmopp und so. Setzen wir uns mal einen Marker. Basis BA. Das ist das von ihrem Kumpel. Hatten sie erzählt, als ich da war, da hatte ich ja eh einen Jungen mit hier im Teamspeak. Außenposten Seranis. City von Tresui, das ist hier seine Basis, da waren wir drin, das ist so eine Weißwarn-Gelegenheit. Und Villa Tresui, oder was ist dieses Weiße? Da war doch ein Ding mit so einem Hangar. Ne, wir gucken uns hier dieses Tal oder das hier gucken wir uns ja an, das ist ja ein Fähnchen. Okay.
glaube aber, dass wir hier mehr oder weniger schon alles hatten. So, Luna 1,8 Kilometer, 2 Kilometer, 5 Kilometer. Auf geht's. Ach, siehst du, was ich aber nicht gemacht habe? Ich habe vorne die Düse nicht rausgenommen. Naja, ich habe ja auch nichts, wo ich das Ding mal aufstellen könnte. Meine nichts, was ich mir nicht auch schnell bauen könnte. So. DLR-02 Wasser. Texturen kommen auch langsam. Sehr schön. SVKR 1111, okay. Was für ein Abenteuer wird uns hier? Warum ist jetzt hier? Habe ich ausgeschaltet? Ja, hatte ich ausgeschaltet. Lichter sind auch standesgemäß alle aus. Eigentlich müsste das Licht hier auch angehen. Was ist denn da los? So, vorne Licht funktioniert. Ich bleib hier mit dem Kopf dran hängen. Ich kann nicht mit dich durchgehen. Seht ihr? Moment, warum geht denn nicht? Das hatte ich doch oben alles. Das ist der Bewegungsmelder. Hinten. Da haben wir hier eine Lampe, die angehen sollte, wenn wir da in der Nähe sind. BM hinten. Follow. Sollte gehen. Das hier ist hier das, was ich hier für die Türen gemacht habe. So, und BM hinten. Auch. Warum wollen die nicht? Vorne macht's. Und vorne geht doch aus, wenn man hier ein bisschen weiter nach hinten geht. Ja, jetzt geht doch hier hinten. Zack. Zack. Sehr schön. So, wir möchten aber, dass die Türen alleine aufgehen. Was ist denn jetzt wieder? Mann! Muss ich irgendwie resettet haben. Man weiß es nicht. Na, mach mal zu, das Ding. Und wir schauen hier ein wenig. Was ist das für eine Plattform? Was könnte man da sagen? Vom Foxhound. Okay. Foxhound. Seit 4 Tagen nicht mehr da gewesen. Texte mal aus, die interessieren jetzt keinen. So, ach, das ist einfach bloß eine Plattform hier für wahnsinnig viele Maschinen. Also ich habe jetzt gedacht, dass jetzt hier eventuell noch was nach unten geht oder so, ein Keller. Dem ist nicht so. Eieieiei, Herr Foxhound, da brauchst du aber viel. Na gut, dann mit Jetpack. Tada, und auch die Seite geht auf. So, haben wir schon mal ein gearbeitet. Nehmen wir an, das ist gleich die Luna-Geschichte. Okay. Ja, und auch wieder im Dunkeln. Und Sonnenaufgang ist auch erst dann 11 Minuten. Aber hier waren wir ja schon. Die kennen wir. Ja. Und noch in dem Schiff drin. Star Trek ähnlich erhalten. Okay. Unknown Artifact interessiert uns nicht. Ja, dann suchen wir uns Punkt, der nicht so weit weg ist. Okay, alles über 5 Kilometer, dann sollte man Richtung Osten fliegen, dann geht es ein bisschen schneller. Und Osten. Ja, ein paar dicke Scheinwerfer möchte ich an das Schiff auch noch ranmachen, irgendwie. Kupfer, sollte ich da mal schnell. Wie gesagt, ich bin auch so ein bisschen am Sammeln gerade wieder. Wenn hier eine Drohne drauf ist.
nicht nach Drohnen aus. Weiter nach Osten. Ja, so ein bisschen die Berge beleuchten beim Drüberfliegen. Das wäre schon schön. Jetzt warten wir auf die grüne Barriere und wenn wir da durch sind, dann haben wir auch wieder die ganzen Marker mit den kürzeren Entfernungen. Here we go. Ein kurzes Innehalten. Die City. Okay. Zu den Jungs. Gespannt, wie die Interpretation von Berlin-Tegel aussieht. Ist ja zum einen Bezirk und dann Flughafen-Tegel. Oh. Was nervt ihn? Ja. Frag mal was. Mal schön langsam ranfliegen. Und er lädt sich dumm und dusselig im Hintergrund. Die Jungs waren beim letzten Mal ganz schön eifrig. Die haben wir auch schon ein paar Tage nicht mehr gesehen. Oh, guckt euch hier an, die ganzen Marker, die da aufpoppen. Alter. Wir waren, ja, vor 20, 30 Tagen waren wir hier. Ja, aber das macht jetzt im Dunkeln überhaupt keinen Sinn. Ja, trotzdem interessant. Na, die Sonne geht ja langsam auf. Ich kann mir irgendwas anderes vorschieben. Was ist in der Richtung? Die City. Ja, das sind die drei Dinger, wo ich der Meinung bin, dass wir da schon waren. Ach, guck mal. Bumm. Schön mit der Nase fest. Der Face hat sein Alien Dropship hier stehen. Das Ding ist auch noch Augenweide. Na, dann werden wir jetzt erstmal was zu gucken haben. Das Ding ist mittlerweile übrigens auch im Workshop zu finden. Ist ja prima, dass wir das so im Licht haben. Guckt euch das Teil mal an. Hammer. Nice, okay, dann Landerlaubnis für Luke B, würde ich sagen. Komplett ausschalten und schaut euch mal das an. Und das hat der Patrick hier auf dem Server gebaut. Größtenteils. Ja, okay. Raus hier. Sehen wollen. Hier gibt es auch Luft. Das heißt, wir können den Helm abnehmen. Wir machen trotzdem mal die Taschenlampe an. So, hier können wir ein bisschen runter gucken oder rausgucken sogar. Ja, guckt euch hier die ganzen Rundungen, die ganzen Ecken an, wie das alles ineinander übergeht. Tja, an jedem Block wurde hier ewig lange gefeilt. Geht euch mal an diese indirekte Beleuchtung hier. Einfach ein bisschen Optik bieten. Und das ist ja wohl voll gelungen. Kleines Landepad. Schöne Ecke. F Front. Oh, hier ist nach
rechts, damit man immer weiß, wo man rauskommt, wo Norden ist. Ja, hier hängt noch ein bisschen Kunst an der Decke, weil es noch nicht genug ist. Und dann sind wir einmal wieder rum. Ich würde sagen, dann versuchen wir mal nach oben zu kommen irgendwie. Hier gibt es ja Treppen, Hangardeck, Hangardeck. Jetzt fehlt ja eigentlich bloß noch diese Easy Listening Musik. So Kaufhausmucke. So völlig das beruhigende Zeug. Wow. Da geht's runter. Gut, dann haben wir Treppe nach unten gefunden. Dann gucken wir da. Katsching. Ich meine, schaut euch mal hier diese Bullauge an. Dahinter die Tanks. Wow. Schöne Fenster. Hat man von draußen ja nicht gesehen, so weit hier, oder? So eine Fensterfront. Trotzdem ist sie da. Und Exit B. Wollen wir nochmal durchgucken? Und die Nummer. Nee. Wir bleiben hier. Kennen das Spielchen noch. Und dazu. Einfach super lässig. Energy Level. Ja, weil hier die Energietanks halt hinter diesen Bullaugen sind. So unterschiedlich hier die Eckengestaltung. Mal so, mal so. Und die drei sind jetzt identisch. Ach, nice. Ja, es ging noch weiter runter und zwar hier. Oh, zwei Level und Maschine ist unten. So, auf dem Level sind die O2-Tanks untergebracht, hier als Wandelemente. Guckt sich hier das an. Ja, da ist man doch sprachlos, wenn man selber schon mal so einen Würfel hier gedreht hat und dann sowas sieht. Freut man sich schon fast hier über misslungene Texturen. Oder soll das so sein? Irgendwelche Füllstände für irgendwas? Na, man weiß es nicht, weil es halt ein bisschen unterschiedlich ist. Ja, Engine. Okay. Überall Düsen. Dann drehen sich die Generatoren. Wow. Und hier drunter der Warpkern. Mein lieber Mann. Das habe ich ja ganz anders in Erinnerung. Das hast du ja hier unten nochmal komplett umgebaut anscheinend. Wow. Einfach nur wow. Ja, haben wir die Etagen. Einmal die. So, und in der Mitte war noch die lange, genau. Die hatte ich vielleicht die Treppe noch einen Schritt weiter rechts drin genommen, aber dann verschiebt sich auch alles, was hier drunter ist, irgendwie. Nee, das hat nicht geklappt, dass die nicht so weit hier in die Ecke geht. Also ich hätte versucht, die lange ein Stück weiter nach hinten zu machen, weil hier oben ist ja auch Platz. Ist ja nicht so, dass das hier auch irgendwas stören würde, wenn es noch zwei drin gehen würde. Ja, sind wir wieder hier. So, und dann wollten wir irgendwie Treppe nach oben finden. Sieht man sie denn schon irgendwo? Ja, da sieht man sie. Hier am Informationsschalter. Da war die Kunst. So. Sind jetzt hier oben diese kleinen Landeplattformen. Wenn man hier durch die Hangartür kommt, kann man kleinere wie den Floh beispielsweise auch hier oben abstellen. Hangar 2L. Und ein Schalter.
die zu. Ja, ein umgedrehter Constructor und ein Haufen Kisten. Hier kann man sich praktisch auch hinstellen. Und sein ganzes Zeug verwalten. Oh, nochmal die Stießfächer sozusagen. Eieiei. Nice. Und zumachen. Einmal der komplett zu und die Jungs komplett zu. Oh. Hinten noch was. Sie haben mit allem rechnen. So, hier sind auch wieder. Gute. Irgendwie piep piep. Wie ist denn das mit Ophien? Hier ist kein Schalter oder ist der mit an dem anderen Schalter mit dran? Okay, dann leg den nochmal um und guck. Ja, ist jetzt auch offen. Auch ein Constructor mit einem Haufen Kistenkram. Wow. Oh, komische Konstruktion. Und noch ein hoch. Oh, hier könnte man was anpflanzen. Hier gibt es ein bisschen Kaffee. Nehme ich wieder was mit. Na. Und na. Top Observatorium sind wir und Garten. Geht das hier nicht auch irgendwie? Schalter? Sollte hier jemand wissen? L. Okay. Dann laufen wir erstmal weiter. Was wir sonst noch finden. In hier. Man hört ohne Piepen oder so. Vielleicht muss man die sich auch erst irgendwie... Ah, kick mal hier. Ja. Und jetzt? Irgendwie merkwürdig. Noch mehr Schalter. Arbeitslicht, praktisch Putzlicht. Hunger Protection, das war auch witzig. So, mehr oder weniger totale Abriegelung. Ja, fast überall. Ach, da oben kommt so ein extra Weg. Sonst ja nicht gesehen, ne? Man gut, jetzt wo man drauf achtet. Arbeitslicht, Hunger Protection, ja, und diese Pylonen, also sind bis jetzt noch nicht reingekommen. Als ich letztes Mal hier war, waren die auch noch nicht ganz fertig. Vielleicht sind sie ja immer noch nicht ganz fertig. Wenn hier der Boden, der, ich weiß nicht, ob der noch Lack bekommt, ob das so ist. Ist mal beim Face nie, obwohl das sieht schon mal gut aus. Also das passt doch alles irgendwie. Gut, und da oben, ach, war das? Der Schalter da unten? Oder muss ich mich hier hinstellen? Ah, ich muss mich hier einfach hinstellen, dann kommt das Ding. Auch gut. Mach irgendwie hier hin. Irgendwie rangehen? Okay. Das ist eine LCD. Oder LED. LED-LCD sozusagen. Irgendwelche komischen Zeichen. Hier geht's wieder runter. Da fährt die Lippe aus. Ja, das hier ist, ich sag mal, der Pilotenstand hier hinter. Da oben jetzt dann raus. So, wo war nun dieser ominöse Schalter? War das der hier? Ja, Leute, Hammerstation. Hammerstation. Wo bekommt man sowas schon mal zu sehen? Jetzt sind alle diese Vorhänge offen. Ja, kommt sie euch ansehen. Aktuell im Serranus-System, wenn der Patrick die hier stehen lässt, wenn er so nett ist.
und macht selber mal einen Gang durch das Ding. Also man sieht ja dauernd neue Ecken, neue Details, ist wunderschön. Ja, dann machen wir Feierabend. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder vorbei seppt. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen oder Kritik, benutzt den Kommentarbereich oder kommt in meinem Forum vorbei, www.daloriot.de. Ja, ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.